In diesem Video zeige ich, wie man einen Ärmelabschluss ohne Covermaschine oder ohne Nähmaschine machen kann. Nur mit der Overlock. Das Ergebnis ist das. So sieht das dann aus. Man braucht dazu den Blindsaumfuß und man stellt eine 2-Faden-Flatlocknaht ein. Ich habe schon mal ein Teil vorbereitet. Das soll jetzt der Ärmel sein, zusammengenäht mit einer 4-Faden-Naht. Und ich habe auch schon eingestellt die 2-Faden-Flatlock-Naht. Ich habe den größten Stich gewählt, steht auf 4 und den breitesten Stich steht auf 4,5. Die rechte Nadel ist eingesetzt. Damit sich das dann besser unterlegen kann, das Stück Stoff, ziehe ich hier diesen Nadelfaden mal raus, so, weil der würde sonst ein bisschen bremsen und so kann man dann später den Stoff ordentlich unterlegen. Ich bringe das Füßchen an. So, das sind meine ersten Arbeiten und jetzt geht es zu dem Ausschnitt, also zu dem bzw. zu dem Ärmelabschluss. So sollte dann der Einschlag sein. Es wird etwas mehr eingeschlagen, so ca. 5 mm mehr. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. Ich schneide hier ein, damit sich die Naht besser legt. Das muss man nicht unbedingt machen, aber ich mache das sehr gerne. Die Naht einschneiden, nicht durchschneiden. Dann kann ich eine Seite in die eine Richtung und in die andere, die Naht in zwei verschiedene Richtungen legen, so, dann umschlagen, so, schön gleichmäßig, kann man natürlich noch mal abmessen, jetzt zum Demonstrieren lasse ich das mal weg, das mache ich jetzt mal nach Augenmaß, so, hier kann man 2, 3 Stecknadeln verwenden, um das zu fixieren. Die Nadeln steche ich hier oben ein, weil ich hier unten nähen werde. Da werden die mir dann im Weg. So. 2 sollten in dem Fall für mich jetzt genügen. Und jetzt schlage ich das Ganze nochmal so um. Hier Naht auf Naht. Und das circa 0,5 mm überstehen. So. Leg das vorsichtig unter das Füßchen. Ich fange hinter der Naht an zu nähen. Stich, ne? Ich mache noch, ja, das ist alles ordentlich. Ich habe noch mal kontrolliert. So, und stich so knapp wie möglich in diese Falte ein. Man muss immer hier hinten auf die Nadel schauen. Das ist ganz wichtig in dem Fall. So, leg mir das alles ordentlich hin und nähe schön langsam. Gegebenenfalls den Fuß etwas anheben, dass die Falte schön hier in dieser Führung liegt. So. Man kann auch immer ein paar Stiche mit dem Handrad machen, zu gucken, ist das alles in Ordnung? Funktioniert das alles so? Und dann kann es losgehen. Schön langsam. Hier empfiehlt es sich wirklich, Stich für Stich schön langsam zu nähen, damit das gleichmäßig wird. Fuß nach unten. Und immer kontrollieren hier hinten bei der Nadel, dass die schön gleichmäßig einsticht. So. Nochmal neu ausrichten. So. So, nun bin ich fast am Ende angekommen. Ich verschneide jetzt hier die beiden Anfangsfäden. Jetzt nehme ich mir ganz viel Zeit
um über diese dicke Stelle zu kommen. Hier kann es schon nötig sein, dass ich auch mal das Handrad benutze, den Fuß etwas anhebe und den Stoff ordentlich führe. So, ihr seht, dass ich hier am Anfang die erste Naht schon wieder aufschneide, und da macht es manchmal Sinn, das Messer einfach auszuschalten. So, jetzt die letzten Stiche ruhig mit dem Handrad machen. So, und nun ist es soweit fertig. Ich hebe das Füßchen an. Nehme vorsichtig den Stoff unter das Füßchen weg, Nadel nach oben und ziehe das vorsichtig raus. Und hier ist es nötig, das Handrad noch mal nach hinten zu bewegen, um die Fäden zu lockern. Halte die so fest, ziehe raus und schneide die dann einfach ab. So. Nehme die Nadeln raus, dann das wird ordentlich auseinandergezogen. Und schauen wir uns mal das Ergebnis an. So, das ist dann das Ergebnis.